Jetzt sind wir gespannt, was Sie ausgerechnet haben, was ich da aus dem Augenwinkel sehe. Meine Damen und Herren, ist so viel schon zu sagen. Die Rakete in ein neues politisches Zeitalter ist gezündet. Sie haben noch einige Sekunden Zeit, das Handgepäck zu verstauen, dann fest anhalten. Es kann ordentlich rumpeln. Genau noch 37 Sekunden, dann ist Takeoff. Die Möglichkeit zu wählen ist zu Ende und auch die politische Zeitrechnung, wie sie in der Zweiten Republik bisher gegolten hat, ist zu Ende. Denn das, was Sie jetzt sehen, haben Sie bei einer Bundeswahl in Österreich seit 1945 noch nie gesehen. Der blaue Balken schießt in die Höhe für die FPÖ, ist Norbert Hofer angetreten. Er kommt auf fast 37, genau auf 36,7% der Stimmen nach unserer ersten Hochrechnung. Mit großem Abstand gefolgt von Alexander Van der Bellen, der auf 19,7% der Stimmen kommt. Und knapp gefolgt mit 18,8% der Stimmen Irmgard Gries. Das heißt, wenn wir uns erinnern, Christoph Hofinger hat gesagt, bis zu 4% Schwankungsbreite insgesamt kann es geben, die Reihung der Plätze nicht sicher macht. Das heißt, hier ist unklar, wer auf Platz 2 oder 3 liegen wird. Beide kommen in die Stichwahl. Dann erst kommen jene Parteien, die bisher als die Großen gegolten haben. 11,2% für Rudolf Hunsdorfer weit abgeschlagen, also keine Chance in die Stichwahl, genauso wie Andreas Kohl mit 11,2% der Stimmen. Die liegen momentan 3000 Stimmen nur auseinander, also auch hier kann sich die Reihenfolge noch ändern, ist aber völlig unerheblich für den Ausgang dieser Wahl. Richard Lugner kommt auf 2,4% der Stimmen.